Also die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren erheblich verändert. Sie ist sehr viel bewegungsförmiger geworden, als sie das früher war, wo kleine sogenannte Kameradschaften aktiv sind, wo dieser Netzwerkcharakter sehr viel ausgeprägter ist und wo wir auch ein viel größeres Repertoire an Handlungsformen haben. Und die Frage, vor der jede soziale Bewegung steht, ist eigentlich, wenn ich keine formale Mitgliedschaft habe, wie halte ich die Leute zusammen? Wie ist der Mechanismus, dass sich jemand damit identifiziert, Teil dieser Bewegung zu sein und dann auch aktiv wird? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann sozusagen zu solchen Konzerten sein, es können Demonstrationen sein, es können irgendwelche Versammlungen sein oder am 8. Mai werden Kriegsgräber geputzt, wie auch immer. Wenn es sozusagen der Bewegung nicht gelingt, solche Aktivitäten zu entfalten, dann ist absehbar, dass so eine Bewegung stirbt. Und da spielt Musik eine zentrale Rolle. Also dieses Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht auf unterschiedliche Art und Weise. Bei den Konzerten, die entweder klein sind, dann häufig geheim organisiert, dann schafft sozusagen schon die Tatsache, dass man da an allen möglichen Kontrollen vorbei ist und die Polizei gelingt hat, schafft schon dieses Gemeinschaftsgefühl. Oder sie haben große Ereignisse von 2.000 bis 3.000 Teilnehmenden, dann ist auch das sozusagen etwas, was fast manchmal so Festival-Atmosphäre aufkommen lässt. Und dann haben wir aber auch sozusagen dieses Gemeinschaftsgefühl über die Texte. Also dass bestimmte gemeinsame Erfahrungen aufgerufen werden, dass an gemeinsames Handeln appelliert wird, dass der gemeinsame Feind oder politische Gegner markiert wird. Also insofern hat das einen sehr zentralen Stellenwert dafür sozusagen, dass man sich verbunden fühlt mit anderen. Und insofern ist das schon konstitutiv für die extreme Rechte als soziale Bewegung.